Der Eichehof von Ralf Finke liegt am Rembach unterhalb des Feendorfs in Frankenau. Frankenau ist Eiche-Region und liegt direkt am Nationalpark Kellerwald-Edersee. Auf dem Eichehof werden seltene und vom Aussterben bedrohte Haustierrassen, Kaltblutpferde, Rinder, Schafe gehalten. Mit 2 PS kann man dann durch den Nationalpark oder die Eiche-Region mit dem Planwagen fahren, kompetent geführt von den Kutscherinnen und Kutschern oder von den Rangern des Nationalparks sowie von den Führern und Führerinnen des Naturparks. Bei den hessischen Biotagen begrüßte Carsten Müller vom Landschaftspflegeverband an der Kellerwaldhalle die Teilnehmer zur Planwagenfahrt auf dem Eichefahren. Zuerst ging es in die Frankenauer Eiche. Hier wurden den Teilnehmern die Bedeutung dieser Region erklärt. In der Hand, dann sieht das noch ein bisschen echter aus. Thank you.
genauer Züchter spielen meiner Ansicht nach in der Champions League der Geflügelzüchter, denn die gewinnen internationale Preise bei den gängigen Zuchtschauen, die es so gibt. Die werden auch regelmäßig deutscher Meister in unterschiedlichen Kategorien. Und beim Geflügel gibt es eben Hühner, Enten, Gänse und so weiter. Also das ist, die ganze Palette ist hier in Frankenau vertreten. Wenn ich im Frühjahr hier bin, dann komme ich gar nicht zu Wort. Dann ist hier ein Geräuschpegel sondergleichen, gerade die Hähne krähen ganz extrem. Ja, der Verein, man kann das hier an dem Schild sehen, Besucher willkommen, der ist offen für Besuch. Jeder kann sich hier informieren und die haben auch eine sehr gute Nachwuchsarbeit. Hier gibt es im Frühjahr das sogenannte Schaubrüten. Das heißt, da kann man ganz genau steuern, wann die Küken über einen Brutautomaten schlüpfen, um einfach den Kindern hier zu zeigen, wie dieser Prozess des Schlüpfens funktioniert. Dieser Verein, auch Mitglied in der Arche-Region, weil er einfach zur Erhaltung dieser alten Haustierrasse beiträgt. Und an dieser Tafel, also wir haben diesen Arche erlebt, das wissen Sie, wenn Sie hier durchgehen, hier sind nicht alles alte, vom Aussterben bedrohte Haustierrassen, aber es sind einige dabei. Aber es ist interessant, wie liebevoll die Anlage gepflegt ist. Das heißt, man achtet auch immer darauf, dass nicht zu viele Tiere im Gehege sind, damit das noch alles grün bleibt. Aber hin und wieder passiert das natürlich schon mal. Also treten Sie gerne ein und wir kommen dann hier zur Kutsche wieder zurück. Auszeichnung und da atmet schon was da von Herzen. Schau mal, das ist ein Hahn. Das ist ein. Das ist so das Leben des Hühns und hat natürlich dann damit zu tun, dass in diesem Baum sich gut verstecken können für die Geschwafel. Oh, wie süß. Wir tauschen das auch aus, um einfach die Genetik dann entsprechend immer am Laufen zu halten. Also so läuft das und das ist natürlich was ganz anderes, wenn Sie jetzt in so eine große Hühnerfarm kommen. Wenn da die Legeleistung runtergeht, werden die natürlich auch geschlachtet, aber es ist ein anderes Prinzip. Ne? Eine Rolle gespielt bei diesem kargen Verhältnis. Und ein spannender Spruch, den ich gut finde und der hier auch wieder gegeben wird, ist weit verbreitet. In Frankenau, da ist der Himmel blau, so wie heute, da tanzt der Ziegenbock mit seiner Frau. Also im Nationalpark und weiter hinten im Wald, der eine besondere, ja, ich sag mal, vorchristliche Wir haben ein schwarzbuntes Niederungsrind noch, alte Zuchtrichtung. Haben jetzt noch eine reine Hinterwälder und eine Kreuzung, Hinterwälder-Ansbacher und Braunvieh vom alten Schlag haben wir noch. Und halt unsere Kaltblüter. Ja. Die waren ja durch die Traktoren auch vom Aussterben bedroht. Die züchten wir ja auch nach.